Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time. Heute geht es um Hannover 96 Sieg gegen die SPVG gegen Greuther Fürth um den Saisonauftakt in der Premier League zum zweiten Mal. Die beiden Topspiele gestern, Bournemouth gegen United und Liverpool gegen Arsenal. Aber vorher, bevor dieses Video beginnt, möchte ich euch einmal eine ganz kurze Frage stellen. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen runterkommen? Nur mal so als kleine Idee, weil langsam geht es mir ein bisschen auf den Keks. Ich mache diese Predictions, ich komme vollkommen damit klar, dass momentan Sommerloch ist, die Bewertungen nicht da sind, die Views nicht da sind, die Subs nicht da sind. Gar kein Problem, ich bin auf Malta, ich bringe momentan nur diesen handygefilmten Quatsch hier. Aber nichtsdestotrotz, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Es hat absolut nichts mit meiner Meinung zu tun, wenn ich diese Predictions mache. Das hat nichts mit meiner Meinung zu tun, das ist, wie ich glaube, dass EA das bewertet. Er hat die letzten Jahre sehr, sehr viele Fehler gemacht und sehr, sehr oft sehr, sehr komische Bewertungen gemacht. Dementsprechend glaube ich, dass Lewandowski vielleicht nach 80 bekommt. In meinen Augen hat er eine 90 verdient, in meinen Augen hat Ibra eine 90 verdient, in meinen Augen hat Suarez eine 90 verdient. Die sind alle auf einem Level. Aber ob EA das macht, ist die große Frage. Auch ob Boateng die 90 bekommt, die er verdient. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber da reißt doch einfach mal zusammen und labert mich nicht voll. Du kannst irgendwie schlecht predikten, nur weil Leute wie viel FIFA die Ratings nur so rausklatschen. Ja? Ich bin einfach der Meinung, dass die Spieler, das ist nicht meine Meinung, das ist meine Prediction, das ist meine Vorhersage. Ja, und dabei bin ich halt so, dass ich mich an EA orientiere. Das ist absolut nichts dagegen, was René und Stefan beispielsweise machen, das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist was anderes, als was ich mache. So, und deswegen reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Auf der anderen Seite auch das gleiche, Leute, ich bin auf Malta und mache trotzdem jeden Tag Videos für euch. Und es ist null Dankbarkeit dafür, es wird sich mehr oder weniger nur beschwert und ich werde in den Kommentaren noch beleidigt. Ich glaube, es hackt bei euch, ganz ehrlich. Die Leute, die das machen, verpisst euch, ich brauche euch nicht, kein Mensch braucht euch auf YouTube. Und das ist genau das, was ich gestern wieder bei Commander Krieger gesehen habe im Video. Deutschland, die Neidgesellschaft, die schlechte Laune-Gesellschaft und die Gesellschaft, die einfach nie zufrieden ist. Lächerlich. Ganz ehrlich, lächerlich. Für den Rest, der immer schön dabei ist, der immer supportet und so weiter, danke dafür. Ich bin euch extrem dankbar und ich habe euch alle ganz doll lieb und ich hoffe, dass ich euch weiter so gut unterhalten kann. Aber für diejenigen, die nur rumhaten können und die, egal was kommt, immer nur schlechte Laune haben oder immer nur rumflamen müssen und nicht mal zuhören, wenn ich was erzähle, ich brauche euch. Okay? Gut. So, jetzt kommen wir zum Video. Oh, so Freunde, auf dem Balkon und jetzt sind wir wieder ein bisschen entspannter und reden ein bisschen über die schönste Nebensache der Welt und zwar über Fußball. Ja, Hannover gestern mit einem souveränen, hier ist gerade wieder, ich weiß nicht, Feierabendverkehr oder ich weiß es nicht, mit einem souveränen 3:1 Erfolg, beziehungsweise was heißt souverän? Also souverän ist eigentlich das falsche Wort, mit dem man das gar nicht beschreiben darf, denn das war gerade in der zweiten Halbzeit alles andere als souverän. Gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Angefangen hat die Partie relativ gut. Man war in der Anfangsphase recht überlegen, hatte durch Schnecke die erste richtig dicke Gelegenheit. Den Ball haben wir leider noch nicht ins Tor bekommen, aber da hat man schon gesehen, Fürth wackelt auf jeden Fall hin. Das war eine Frage der Zeit, bis das Tor fiel. Und dann ging es halt auch relativ schnell. Eine schöne Reingabe, ich glaube, war es von Klaus. Ich bin mir relativ sicher, es war von Klaus. Da sieht Megeri dann nicht so gut aus, der Keeper, der Fürther. Und am zweiten Posten steht Fossum. Hier sind auch wieder Feuerwerke gerade, obwohl es noch hell ist. Und am zweiten Posten steht Fossum und macht das dann klasse, warte noch ein bisschen ab. Er tanzt eine Reihe auseinander und schießt an Megeri vorbei zum 1:0. So, sah ganz gut aus, danach noch ein paar Chancen rausgespielt, führt, hat nicht wirklich was gemacht, war sehr passiv, hatte keine Gelegenheiten und es sah so aus, als ob das eine einfache Angelegenheit werden würde, aber dann kam die zweite Halbzeit und Fürth kam deutlich verbessert aus der Kabine raus, hat extrem stark gespielt, zum Anfang hatte dicke Chancen durch Berisha mit dem Pfostenschuss beispielsweise und hätte zwingend den Ausgleich machen müssen, aber Gott sei Dank haben wir Philipp Czauner, der mit einem mega, also allgemein mit richtig guten Paraden, dann mit einem mega Reflex, ich glaube in der 70. Minute oder sowas, den Ausgleich verhinderte. Wieder ein sweaty Dingsbums, wie im ersten Spiel schon, wo Gauss gescheitert ist. Diesmal scheitert, bin mir nicht sicher wer. Und diesmal aber mit einer noch krankeren Parade hat er das geschafft, also richtig sick. Und naja, 96 wechselt dann zwischendurch mal so ein bisschen. Unter anderem kamen Füllkrug und Harnik rein und Füllkrug legt dann im Endeffekt per Kopf ab, wunderbar zurück auf Basti Meier und der macht in seinem zweiten Spiel seinen dritten Scorer. Richtig geiler Transfer, wunderbares Spiel wieder von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, ja, kommt es wie es kommen musste, führt rein an Hannover kontert und Martin Harnik macht sogar sein erstes Tor in seinem zweiten Spiel für 96, auch sehr, sehr schön, damit 3:0. Führt, kommt noch zum Ehrentreffer durch Berisha, der ja dann tatsächlich nochmal eine Lücke in der Defensive ausnutzt.
96 dann noch am Ende nicht mehr ganz sattelfest da und hatte noch einige Gelegenheiten für Fürth zugelassen, aber sie haben noch einmal getroffen und von daher passt das alles ganz gut. 3:1 Heimerfolg, wie gesagt, nicht hundertprozentig verdient, in der Höhe vor allem nicht, denn Hannover war nicht so souverän, wie es das Ergebnis eventuell suggerieren mag, aber ich freue mich natürlich trotzdem darüber, denn es war sehr, sehr schön, den ersten Heimerfolg im ersten Heimspiel direkt mal wieder zu haben. Ist ja schon ein bisschen her, dass 96 mal so souverän zu Hause aufgetreten ist. Ich glaube, gegen Gladbach kann man das letzte Mal sagen, war das so. Ansonsten die anderen Sachen, die man so noch sehen kann. Klaus mit einer ganz starken Partie, er und Schauner für mich die Man of the Matches. Natürlich auch Anton mit einer ganz starken Partie, die beiden Torschützen. Harnik für mich nicht ganz so stark, aber natürlich auch mit Tor recht gut dabei gewesen. Bei Fürth muss ich sagen, dass Berisha mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, mit Jules zusammen. Also die beiden waren schon sehr, sehr stark. Leider Gottes hat sich Soberg verletzt, fällt Gott sei Dank nur 2 Wochen aus, beziehungsweise 2 Spiele wohl aus, mit einer Außenbanddehnung, hätte auch was Schlimmeres sein können, sah ja nach Kreuzbandriss aus, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, ganz gut für 96 auf jeden Fall. Und ja, die anderen Spiele waren auch recht interessant, wir hatten da beispielsweise Liverpool gegen Arsenal, ja, Arsenal führt kurz vor der Halbzeit und dann kommt Coutinho mit einem Wahnsinnsfreistoß und allgemein, danach, ich weiß nicht, was da los war bei Arsenal, liegen dann plötzlich 4:1 zurück durch Tore von Lallana, nochmal Coutinho und wir hatten noch getroffen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer noch getroffen hat. Kommen dann noch mal so ein bisschen zurück. Ich bin mir auch da nicht sicher, wer getroffen hat. Es war einmal, ja genau, Alex Oxlade-Chamberlain und Callum Chambers nochmal. Zum Ausgleich kommen sie nicht mehr, aber Klopp auf jeden Fall mit einem guten Comeback nach 0:1, aber dann auch ein bisschen wackelig. Also das hätte auch blöde enden können. Zum Glück geht es dann nicht so gerne für Klopp und er holt seinen ersten Sieg in der Saison. Arsenal ist jetzt seit 3 Auftaktspielen in der Premier League ohne Sieg. Auf der anderen Seite, das zweite Spiel am Sonntag, war dann Ibra bzw. United gegen Bournemouth. Bournemouth in der ersten Halbzeit stärker, Mata mit dem glücklichen Führungstreffer. Und dann, naja, dann lief die Maschinerie halt einfach. Im Endeffekt, ich weiß auch gar nicht, wer für Bournemouth getroffen hat, aber es waren dann, ich weiß auch nicht, wer das zweite, doch Rooney, genau, Rooney und Ibra mit einem 30-Meter-Schuss, kannst du mal machen im ersten Spiel, die für die ja, klare Verhältnisse gesorgt haben. Ibra hat damit in allen seinen Top-Debüts, in allen seinen Debüts in den Top-Ligen getroffen, in der Serie A, Liga, Serie A, BFA und Premier League, das macht ihm so schnell auch keiner nach. Sehr, sehr stark auf jeden Fall und damit steht United als Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Die Premier League kannst du allerdings sowieso nach einem Spieltag noch weniger beurteilen als die Bundesliga nach dem zweiten. In der zweiten Bundesliga natürlich steht Hannover auf Platz 1, auf Platz 2 steht der ungeliebte Nachbar. Und danach ist schon alles relativ dicht gestaffelt mit nur 4 Punkten. Also mal sehen, was die nächsten Wochen so passiert. Es geht für 96 gegen Bochum aus, das wird auch keine leichte Aufgabe. Und vielleicht wird es da der erste richtige Struggle, denn die haben ja auch bereits 4 Punkte und wollen natürlich weiter nach oben spielen. Haben sie 4 Punkte? Ich glaube schon. Ich muss beenden. Also Freunde, gestern war die Handyspeicherkarte einfach mal oder der Handysprecher einfach voll, deswegen konnte ich nicht weiter aufnehmen. Aber jetzt nochmal abschließende Worte. Eigentlich ist ja alles schon gesagt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu 96 und zur zweiten Bundesliga und auch zur Premier League gerne in die Kommentare. Spiel gestern ist, glaube ich, 2:2 ausgegangen. Also Dresden gegen Union. Habe ich nicht gesehen, habe Chelsea gegen West Ham geguckt. Auch ein sehr interessantes Spiel. Hätte in meinen Augen Costa mit Rot vom Platz fliegen müssen, nach dem Fall von Adrian. So ein Schwein. Und ausgerechnet der macht dann schon das 2:1, ja doch. Naja, was willst du machen? Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Rest vom Tag. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, wunderschönen Tag. Wie gesagt, haut rein und ciao.